Eine harmonische, liebevolle und gleichberechtigte Beziehung ist das, wovon wir alle träumen. Und eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass beide Partner gleichberechtigt sind und sich in der Beziehung rundum wohlfühlen. Leider kommt es in vielen Beziehungen dazu, dass sich ein Partner ständig klein, erniedrigt und emotional abgewertet fühlt. Man spricht hier auch von toxischen Beziehungen oder davon, dass ein Partner narzisstische Eigenschaften aufweist. Wie du erkennst, ob du dich in einer solchen Beziehung befindest und wie du aus dieser unangenehmen Situation herausfindest, erfährst du in unserem heutigen Video. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, warum neigen manche Menschen dazu, andere klein zu machen? Auf jeden Fall solltest du wissen, dass es nicht an dir liegt. Du bist in keinster Weise schlecht oder wertlos. Du machst alles richtig, dein Partner jedoch leidet wahrscheinlich unter einem verminderten Selbstbewusstsein. Menschen, die andere ständig klein machen und emotional abwerten, machen dies nur aus einem Grund. Nur so können sie ihre eigenen Defizite verstecken und überspielen. Emotionale Abwertung ist somit nur eine Taktik, um von den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten abzulenken. Menschen mit kleinem Ego fühlen sich nur gut, wenn sie andere unterdrücken können. Welche neuen Möglichkeiten sind es nun, wie du emotionale Abwertung erkennen kannst? Erstens, passiv-aggressives Verhalten. Eine kleine Meinungsverschiedenheit kann in den besten Beziehungen vorkommen. Wichtig ist jedoch, dass Paare auch während des Streits eine sogenannte Streitkultur einhalten. Konstruktive Kritik ist ebenfalls erlaubt, sollte jedoch nie unter die Gürtellinie gehen. Sprecht euch aus, wenn ihr nicht einer Meinung seid, aber vergesst dabei nie, das Gegenüber zu respektieren. Passiv-aggressives Verhalten ist zum Beispiel, wenn der Partner dir still gegenüber sitzt und einfach nicht mit dir spricht. Er weigert sich, dir eine Antwort zu geben und lässt dich mit deinen Gefühlen, deinem Leid und deinen Schmerzen alleine. Vielleicht provoziert er dich auch mit einem zufriedenen Grinsen und setzt sich demonstrativ vor den Fernseher. Der Partner sperrt dich aus seinem Leben aus. Vielleicht unterhält er sich am Telefon auch mit Freunden, lacht über deren Scherze und lächelt dich dabei von oben herab an. Er gibt dir auch ohne Worte das Gefühl, dass alle anderen unterhaltsamer und lustiger sind als du. Zweitens, Eifersucht auf alles und jeden. Eifersucht kann etwas Schlimmes sein. Am schlimmsten aber ist es, wenn dein Partner offensichtlich auf dich eifersüchtig ist. Hast du einen tollen neuen Job bekommen? Anstatt sich mit dir zu freuen und dir zu gratulieren, macht er den Job nur schlecht oder lässt dich verstehen, dass du den Job nur durch Zufall bekommen hast. Anstatt stolz auf dich zu sein, macht er dir alles, woran du Freude hast, nur madig. Drittens, die absolute Kontrolle. Es ist normal, dass man sich in Beziehungen abspricht und Kompromisse macht. In einer toxischen Beziehung aber versucht immer ein Partner die absolute Kontrolle zu haben. Dein Partner bestimmt, was du anziehen sollst, was du essen darfst und wie viel Sport du machen musst. Der Partner schreibt dir vor, wie du dein Haar zu tragen hast und mit wem du deine Freizeit verbringen darfst. Wenn der Partner dein gesamtes Leben kontrolliert und deine Meinung nicht gelten lässt, so ist es ein untrügerisches Zeichen, dass du dich in einer emotional abwertenden Beziehung befindest. Viertens, wenn Kritik an der Tagesordnung steht. Wir alle sind Menschen und Menschen machen Fehler. Doch in einer toxischen Beziehung sieht es aus, als würdest du nur Fehler machen. Egal, ob du dich stundenlang in der Küche abmühst oder deinem Partner ein schönes Geschenk besorgt hast, nie wird er dich dafür loben oder sich herzlich dafür bedanken. Im Gegenteil, er kritisiert alles und du fühlst dich klein und schlecht. Dein Partner kritisiert dich aber nicht nur daheim im stillen Kämmerlein, sondern erzählt auch vor seinen Freunden, wie schlecht du kochst, wie schlampig du bist und lacht mit ihnen darüber, wenn dir wieder etwas misslungen ist. Fünftens, wenn der Partner nachtragend ist. Das Schönste nach einem Streit ist die Versöhnung. Manche Menschen aber können sich nicht versöhnen, weil sie einfach nachtragend sind und nicht vergessen wollen.
Hattet ihr vielleicht einen Streit? Du hast dich entschuldigt, weil es eindeutig deine Schuld war. Danach sollte die Sache auch gegessen sein. Doch Monate später bringt dein Partner dieses Problem wieder aufs Tablett. Immer wieder kramt er alte Kamellen hervor und bricht einen neuen Streit vom Zaun, indem er alte Dinge wieder aufwärmt. Sechstens, wenn sich der Partner über dich lustig macht. Gemeinsam lachen ist wichtig in einer Beziehung und es ist wunderbar, wenn du deinen Partner zum Lachen bringst. Es ist jedoch absolut traurig und schmerzhaft, wenn dein Partner über dich lacht. Wenn er sich vor Fremden oder Freunden über dich lustig macht, dann kann dies die wahre Hölle sein. Vielleicht machst du in diesen Situationen auch gute Miene zum bösen Spiel und lachst vor versammelter Mannschaft mit. In dir drinnen aber sieht es anders aus. Du fühlst dich verletzt und könntest weinen, wenn dich dein Partner wieder vor allen blamiert und als tollpatschig hinstellt und alle über dich lachen. Siebtens, wenn dein Partner kein Mitgefühl hat. Vielleicht geht es dir an manchen Tagen nicht so gut und du sehnst dich nur nach einem Partner, der dich versteht und tröstet. Dein Partner aber versteht deinen Schmerz nicht. Er kann es nicht mitfühlen, dass du traurig bist, weil dein Kater gestorben ist oder weil du deinen Job verloren hast. Er wirft dir nur vor, dass du dich unnötig in etwas hineinsteigerst. Wenn dir dein Partner nie eine starke Schulter zum Anlehnen anbieten will, dann merkst du, dass er dir emotional keine Stütze ist. Achtens, wenn die Erwartungen zu hoch sind. Manche Menschen sind einfach noch nicht bereit für eine Beziehung. Meist hängen sie noch an einer alten Beziehung und idealisieren den Ex-Partner. Ständig wirst du nun mit diesem Ex-Partner verglichen und schneidest dabei nur schlecht ab. Die Erwartungen deines Partners sind einfach zu hoch. Er kann dich nicht so nehmen, wie du bist. Er will einfach mehr. Er erwartet, dass du seinem Idealbild von einem Partner entsprichst. Es ist jedoch nicht deine Schuld, denn du bist, wie du bist und solltest dich auch nicht für deinen Partner verbiegen oder verändern. Neuntens, wenn deine Meinung nicht zählt. Immer muss es nach den Wünschen deines Partners gehen. Egal, was du auch sagst oder vorschlägst, deine Ideen werden stets als schlecht, dumm oder unakzeptabel hingestellt. Auch wenn du deinem Partner einen guten Rat geben möchtest, weil du offensichtlich siehst, dass dies besser für ihn wäre, er lässt dich nur wissen, dass er dich nicht um deine Meinung gefragt hat. Unser heutiges Fazit: Wenn du in einer Beziehung nicht akzeptiert, nicht geschätzt und nicht geliebt wirst, dann solltest du diese Beziehung so schnell als möglich verlassen. Diese Art von Beziehung macht dich emotional kaputt. Egal wie sehr du deinen Partner auch liebst und verehrst, er wird dir nie dieselbe Liebe und vor allem auch keinen Respekt entgegenbringen. Daher sieh zu, das weiterzusuchen. Auch du wirst deinen richtigen Partner finden, der dich genauso nimmt und liebt, wie du bist. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.